Neben Mando Staffel 3, der Ahsoka-Serie, Skeleton Crew und im Moment Bad Batch Staffel 2 erscheint dieses Jahr noch eine ganz spezielle Serie, nämlich Volume 2 von Star Wars Visions. Diese Anime-Kurzfilme zwischen 10 und 15 Minuten Laufzeit. Disney hat jetzt schon mal verraten, zum einen, wann die Serie überhaupt erscheinen wird dieses Jahr und zum anderen, wer an diesen Kurzfilmen alles arbeitet. Und dafür hat man sich kein besseres Datum ausgesucht als natürlich den 4. Mai, den Star Wars Tag. Und dieses Mal gibt es auch wieder 9 verschiedene Kurzfilme von 9 verschiedenen Studios. Mit dem großen Unterschied dieses Mal aber, dass nicht wie in Volume 1 alle nur aus Japan stammen, sondern im Prinzip eigentlich über die ganze Welt verteilt sind. Wir hätten da zum Beispiel Cartoon Saloon aus Irland, Punk Robot aus Chile, Artman aus England, Studio Mir aus Südkorea, Studio La Cachette aus Frankreich, 88 Pictures aus Indien und dann noch aus Spanien, aus Südafrika und natürlich auch aus Japan, darf auch nicht fehlen. Aber was haltet ihr denn von Star Wars Visions? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben.